ich muss dir leider sagen, du bist in meiner Zuschauersaune. Ich weiß ja nicht mal, ob du Mann oder eine Frau bist. Du sprichst mit einer Kamera, Rick. Ich weiß. Und ich weiß nicht, ob sie Mann oder Frau ist. Eine Kamera. Friendzone, Friendzone, Friendzone. Plötzlich war es überall und auf einmal war jeder in der Friendzone. Um zu wissen, wie man da wieder rauskommt, sollte man erstmal definieren, was die Friendzone überhaupt ist. Denn die meisten benutzen es gerne als Ausrede und sind gar nicht in der wirklichen Friendzone. Nur weil du dich gut mit ihr verstehst und sie keinen Bock auf dich hat, heißt das nicht, dass du in der Friendzone bist. Sie hat vielleicht einfach keinen Bock auf dich. Der klassische Weg in die Friendzone ist, dass man zu sehr versucht, bei jemandem zu landen. Der Mensch will ja allgemein das, was er nicht haben kann. Und sowieso, die meisten Eigenschaften, die einen zum guten Partner machen, machen einen auch zum guten Freund. Aber es sind die kleinen Unterschiede, die einen dazu bewegen, dass man jemanden mag. Und nicht nur mag. Jetzt kommt natürlich noch der Faktor hinzu, dass dein Schwarm dich als Mensch sehr mag. So willst du mit ihr viel Zeit verbringen, weil du sie sehr magst. Und sie möchte mit dir Zeit verbringen, weil sie dich mag. Und wenn du dann endlich den ersten Schritt wagst, heißt es von ihr, oh, wir sind doch so die tollste Freunde. Ich möchte unsere Freundschaft nicht riskieren. Ciao! Und schon bist du in der Friendzone. Aha. Aber halt, man muss dazu sagen, du hast nicht alles falsch gemacht. Wie gesagt, die Eigenschaften, die dich zu einem guten Freund machen, machen dich auch zu einem guten Partner. Nun gibt es Ischen, die das wirklich nur machen, weil sie extrem gerne im Mittelpunkt stehen und von allen Männern auf Händen getragen werden wollen. Andere wollen dich nur warm halten und manche haben wirklich Angst, eure Freundschaft zu riskieren. Als würde Sex Freundschaft zerstören. Genau, es ist schön und das soll leben. Es lebt! Nun gibt es im Internet tausende von Tipps, wie man aus der Friendzone rauskommt. Aber die würde ich euch nicht empfehlen. Warte mal, sind wir nicht im Internet und geben jetzt Tipps, wie man aus der Friendzone rauskommt? Also was ihr auf keinen Fall machen solltet, ist ein Masterplan auf Destiny à la Barney Stinson auszuhacken. Der funktioniert nur im Fernsehen. Und im Internet. Und was ich auch oft gelesen habe, aber übelsten bescheuert ist, untertauchen, damit sie merkt, wie sie dich vermisst. Das funktioniert nicht. Mann, ihr haut ab und meldet euch nicht mehr. Das ist asozial. Warum sollte sie dich danach noch mögen? Du solltest nicht zu sehr versuchen, dass es passiert. Dir nicht hinterherrennen, schon deiner selbst willen. Als Kerl sollte man lieber wie folgt vorgehen. Sei ihr ein ganz normaler Freund und triff dich mit anderen Frauen. Mach dich an andere Bitches ran, ja. Das Niveau ist ganz unten. Kurze Schweigeminute. Frauen werden extrem schnell eifersüchtig und fahren unglaublich auf Kerle ab, die von anderen Frauen begehrt werden. Dann sei ganz normal zu deinem Schwarm und irgendwann wird sie vielleicht auf dich zukommen. Oder du hast eine andere Olle am Start. Eine Win-Win-Situation. Your English is so good. Außerdem macht das einen emotional fertig, wenn man Ewigkeiten demselben Mädchen hinterher rennt. Oder jung. Oder Hund. Oder... was? Als Mädel entkommt man ganz einfach der Friendzone. Ne, meine sexy Freundinnen da draußen. Er meint, ihr sollt euch ausziehen. Die Knöpfe sind kompliziert. Und Sex haben mit Nutella und Wurst. Sie. Na, habt ihr auch alle Probleme mit der Friendzone? Schreibt's in die Kommentare. Und falls ihr euch schon immer mal gefragt habt, warum Frauen auf Arschlöcher stehen, findet ihr da drüben mein Video dazu. Und darunter findet ihr 10 Arten von Pärchen, falls es dann doch geklappt hat und man Sex hat und ein Pärchen ist. Es gibt auch Ehepaare, die haben keinen Sex, ja? Schickt uns mehr Themenvorschläge auf Facebook oder so, das ist alles in der Beschreibung. Und checkt mal unsere anderen 2 Kanäle aus und dann sind wir alle voll glücklich. Dann gibt's ein Hunde- und Katze-Video.